die Funktionsweise des Kapitalmarkts mit Glaubenslehren. Erklären Sie uns doch bitte, was haben die beiden Welten miteinander zu tun? Sie haben, glaube ich, einen ganz wesentlichen Aspekt, ein ganz wesentliches Prinzip miteinander gemeinsam. Und dieses Prinzip besteht eigentlich in der Annahme, dass die jetzt eingerichtete Welt, die jetzt eingerichtete ökonomische Welt, die besten aller möglichen sei. Früher hatte das die Theodizee ähnlich von unserer Wirklichkeit behauptet. Gott habe die Welt nach Prinzipien, nach Funktionsprinzipien eingerichtet, die die besten überhaupt seien. Ich glaube, die gegenwärtige Ökonomie, das gegenwärtige ökonomische Wissen hat dieses Prinzip mehr oder weniger übernommen oder geerbt. Die Analysten und Finanzexperten argumentieren ja immer wieder mit einer inneren Logik des Marktes, aber gerade die scheint es ihrer Meinung nach gar nicht zu geben. Also die innere Logik des Marktes ist eine lange Tradition der ökonomischen Wissenschaft, verbunden mit der Behauptung, dass Märkte etwa zum Gleichgewicht tendieren, dass rationale Agenten unterwegs wären, dass es fairen Wettbewerb gäbe und so fort. Nun gibt es einige Advokaten des Teufels, die seit geraumer Zeit daran zu zweifeln beginnen. Benoît Mandelbrot etwa, ein polnisch-französischer Mathematiker, hat in den Vereinigten Staaten in den 60er Jahren nachgewiesen, dass Preisserien absolut keinem Ordnungsmuster folgen und beispielsweise Grundlage dafür sind, Chaos in der Ökonomie festzustellen. Oder man hat festgestellt, schon seit den 30er Jahren, dass gerade Finanzmärkte nicht nach den üblichen Marktlogiken, also Ausgleich, Angebot und Nachfrage, stabiles Preissystem und so weiter funktionieren, sondern Rückkopplungskatastrophen erzeugen, und zwar am laufenden Band. Dass also Finanzmärkte, gerade Finanzmärkte, nicht nach den Ausgleichsprinzipien der üblichen Märkte funktionieren und deswegen gewissermaßen auch eine Sonderperspektive, auch ein eigenständiges Wissen benötigen. Das gegenwärtige Krisenmanagement hat leider nicht dazu geführt, dass Krisen verhindert werden. Im Gegenteil, sehen Sie da einen Ausweg? Ich sehe keinen direkten Ausweg, aber vielleicht eine Perspektive, die Auswege andeuten könnte. Und das ist ein sehr einfaches Prinzip. Man sollte sich danach fragen, an welchen Punkten und mit welchen Mitteln man die Abhängigkeit von Märkten und insbesondere die Abhängigkeit von Finanzmärkten reduzieren könnte. Und zwar die Abhängigkeit, die sowohl Volkswirtschaften, Kulturen, aber auch bestimmte gesellschaftliche Bereiche insgesamt betreffen. Man müsste also auch verschiedene Märkte wieder zu differenzieren versuchen. Gesundheit, Arbeit etc. lassen sich nicht nach all und ein und demselben Wettbewerbsprinzip organisieren. Glauben Sie, dass die Krise des Euro die Gültigkeit der ökonomischen Glaubenssätze nachhaltig erschüttern kann? Zunächst mal würde ich die Frage nach der Krise des Euros einklammern und sagen, so kritisch und so krisenhaft ist es um den Euro nicht bestellt. Andere Währungen sind mindestens ebenso problematisch. Der amerikanische Dollar, das englische Pfund oder das japanische Yen. Aber die Rede von der Krise des Euros hat einen gewissen Zweck. Sie soll uns nämlich daran erinnern, dass die Souveränität von Staaten und insbesondere die politische Souveränität von Gesellschaften und Übergesellschaften abgegeben werden soll an ökonomische Funktionssysteme. Wenn man an die Krise und an die scharfe Krise, an die gefährliche Krise des Euros erinnert, heißt das, die politische Souveränität von Gesellschaften und Staaten zu reduzieren, um stattdessen ökonomische Souveränität zu behaupten. Inwieweit haben sich denn Markt- und Wettbewerbsprinzipien mittlerweile schon auf andere Gesellschaftsbereiche übertragen? Sie haben sich manifest auf andere Gesellschaftsbereiche übertragen. Seit den 60er und 70er Jahren gibt es einen Begriff, den des Humankapitals, der deutlich macht, dass alle unsere Regungen, also unsere Zeugungskräfte, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Krankheiten, Gesundheiten, unsere Neigungen etc. bereits der ökonomischen Perspektive oder dem ökonomischen Programm unterliegen. Man macht Schattenpreise fürs Bildungswesen, man versucht Wettbewerb über das Fleisch der Gesellschaft hinweg zu verstreuen, um gewissermaßen die Gesellschaft oder die Kultur, in der wir leben, nach den Prinzipien der Kapitalreproduktion zu organisieren. Also insofern gibt es ein ganz klares, auch ein definiertes Ziel dieser kapitalistischen Reproduktion, nämlich sie selbst zum Motor aller anderen kulturellen, gesellschaftlichen, politischen Bereiche zu machen. Wir haben das heute in der Sendung schon mal gehört. Alternativlos ist das Unwort des Jahres. Besonders die Rettungsmaßnahmen für den Euro werden uns als alternativlos präsentiert. Gaukelt das nicht eine Logik und Folgerichtigkeit ökonomischer Prozesse vor, die es so gar nicht gibt?
Ja, ich glaube, es ist noch dramatischer, was ja die Krise vorgeführt hat, von den Vereinigten Staaten bis zu Europa, war die Verwirklichung, die mögliche Verwirklichung einer alten marxistischen These, nämlich, dass die Finanzindustrie, dass das Bankenwesen aufgrund seiner Kapitalisierungsstruktur an den Punkt kommt, wo seine Krise den Zugriff des Staats, das heißt die Sozialisierung oder Verstaatlichung, erleichtert. Das ist passiert. Und wenn man sagt, das ist alternativlos, das Ganze zu reprivatisieren, dann steht natürlich gewissermaßen als Gespenst im Hintergrund die Selbstsozialisierung des Kapitals, eine These, die von Marx im 19. Jahrhundert und in der Weimarer Republik von Hilferding etwa formuliert wurde. Im Grunde hat sich in diesen letzten 3 Jahren eine sehr basale marxistische These bewahrheitet. Und deswegen gibt es, um das System zu retten, keine andere Alternative, als es mit hohen Kosten zu reprivatisieren. Herr Vogel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen, Frau Meyer.